Ist das Schaden an? ja, ich muss weiter einrichten hier. So, spiegelverkehrt. Schaden ist an wieder, ja, weil hier auch Verkehr ist. Und dann hab. Ja, eigentlich sind es ja dieselben Settings, bis auf dass wir kein Wetter haben. So. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ach, ja. Du sagst Wolltest du nicht es. auf manuell stellen? Ja, eben. So, und go. Genau darum geht's. Hupe funktioniert auch noch. 2, 1, los! Ist doch eine geile Strecke. Mal was anderes. Wow. Wegen euch bin ich jetzt auch weggecrasht. Wie, Andi diesmal ganz vorne? Was geht denn heute ab hier? Hilfe, ich werde hypnotisiert. Ein Bus! Oh, ein Bus, ein Bus. Uiuiui. Müsst ihr euch schon wieder paaren auf der Strecke? Was? Sollt euch nicht mal paaren auf der Strecke? Ah, hau ab, du Arsch! Aber erstaunlicherweise konnte ich den Mazda recht gut wegkicken diesmal. Verkehrwagen, oder? Ja, ja, aber irgendwie konnte ich den voll Wucht weghauen. Ich kann im Moment nicht, ich muss mich konzentrieren. Das ist ja fast wie bei Mario Kart hier. Wo sind die Schildkrötenpanzer zum Schießen? Nix da. Ich will Schildkrötenpanzer. Quasi, die Strecke ist nichts für dich, ne? Und jetzt? Wieso? Was ist daran so schlimm? Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Boah, die hypnotisiert einen echt. Der bleibt einfach stehen, der geht nicht. Bus? Dennis, kann ich dich um eins bitten, wenn es geht, solche Flaggerstrecken bitte nicht im Training zu nehmen. Weil da hat Andrea ganz große Probleme mit dem Event. Weil die Flagger kann bei ihr EP auslösen. Ja, ich will die Strecke aber also nicht entfernen. Dann kann sie die nicht fahren halt. Ich kann, will die jetzt nicht entfernen. Ja. Ich hab da nämlich auch arge Probleme. Ach, jetzt bin ich hier. Scheiß gewohnt. Boah, der LKW rast aber.
Ich spiele das Spiel LKW-Raser. Ja. Der hat bestimmt 120 eben drauf gehabt. Der LKW scheint wohl zu denken, er ist auf der Autobahn oder so. Das ist ein Amokfahrer. Wahrscheinlich. Aha, warum neige ich denn immer da reinzufahren, wenn ich doch da eben mal crashe? Ich brauch doch einfach nur geradeaus weiterfahren. Ah, doch nicht geschafft die Kurve. Ich dachte, das schaffe ich noch, aber nee. Wow! Der arme Bus! Ja, durch der Asynchronität hat Annie gerade einen Bus total weggeschossen, aber der ist richtig weggeflogen. Weil das Spüren fliegt wenigstens aus meinem Weg. Er ließ die Strecke cool mit dem Wagen. Kann ich immer Vollgas fahren. Naja, die ist auch cool. Der Wagen hat sowieso geiles Sensing. Oh nein, da fährt ein Bus, Kacke. Hau ab, Bus. Na, siehst du, nun habe ich es doch ohne Crash überstanden, hier durchzufahren. Ah! Das hätte ich nicht zu laut sagen dürfen. Juhu! Boah, der LKW hat eine dicke fette Beule von dir bekommen. Jo, der Mast hat jetzt auch weggeschossen. Also eben ist ein Bus an mir vorbeikommen. Yeah! Gut eingeparkt. Ja, ich stehe in der Wandrille. Ja, Bus mitnehmen, Bus mitnehmen. Ah, schade. Na, der LKW? Jo, der LKW, der hat voll das in den Po bekommen. Oh Mann, ey. Dennis, sagt mir, wenn das nächste Menü da ist, ne? Weil ich muss im Moment vom Monitor weggucken, weil ich krieg
Ich hab nicht tierische Kopfschmerzen. Bei der Strecke sollte eigentlich eine Gebrauchsanweisung bei sein. Achtung! Durch Fahr auf dieser Strecke kann es passieren, dass sie mit epileptischen Anfällen neben dem Computer liegen. Ich frag mich ja, wie die das gemacht haben, weil normalerweise haben Wände ja statische Texturen. Mhm. So, Screenshots. Sie sind der Sieger. Jo, fertig. Hast du Mäuschen? Fertig. Und Andrea auch. Gut. So, Strecke 3 mit dem Lanina. Auf Rocky Pass. Und das nur spiegelverkehrt. Faden an, oder? Nee. So, dann geht's weiter. Nur spiegelverkehrt, sonst nichts weiter. Mhm. Oh.